Ja, liebe Zuschauer, ich sitze jetzt hier mit dem Landrat Frank Bruchtner von dem Rhein-Lahn-Kreis in der Kreisverwaltung in Bad Ems. Und wir wollen ein bisschen Revue passieren lassen, wie denn das Jahr 2021 auch im Rhein-Lahn-Kreis aussah. Fangen wir doch mal mit Corona an, Herr Bruchtner. Wie sehr wurde denn der Landkreis lahmgelegt? Ja, wir waren sehr stark herausgefordert, schon seit Februar, März 2020 mit Corona, mit den Auf und Abs, mit den Auswirkungen für die Region, sei es in der Verwaltung selbst, aber sei es auch im Bereich des Gesundheitsamts. Die Kolleginnen und Kollegen geben ihr Bestes zum Schutz der Gesundheit der Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es wird samstags, sonntags gearbeitet, die Kontaktverfolgung, also eine große Herausforderung, aber auch eine große Herausforderung für die Menschen, für die Unternehmen, für Wirtschaft, Tourismus. Man hat viele Dinge zu beachten. Gerade die Up-and-Downs, die Lockdowns, das waren schon große Herausforderungen. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass man doch mit viel Engagement auch die beteiligten Institutionen, die Partner der Kommunen, es wird getestet, geimpft, also ist eine großartige Energieleistung der Menschen im Rhein-Lahn-Kreis. So schauen wir jetzt auch auf das Jahr zurück und hoffen, dass wir auch gut durch den Winter kommen und eine bessere Perspektive in 2022 haben. Deswegen auch die Bitte, lassen Sie sich impfen, denn Impfen schützt Sie, es schützt Ihre Familie und das Umfeld. Ich habe mir gerade eben, als ich hier so ein bisschen aufgebaut habe und gewartet habe, auch so ein bisschen die Ahnengalerie angeschaut von Ihren Vorgängern, von den Landräten, die hier im Rhein-Lahn-Kreis tätig waren. Ist es, sagen Sie jetzt, für Sie gerade eine schwere, eine besondere Zeit durch Corona, wenn man jetzt so ein bisschen die anderen Kollegen, die vor Ihnen im Amt waren, das so ein bisschen vergleicht? Ich finde das eine Herausforderung, und Herausforderungen als Sportler nimmt man gerne an, dass man bei Herausforderungen sicher nicht alles richtig machen kann, dass es auch Fehler geschieht und vielleicht auch das ein oder andere versäumt wird, ist ganz klar. Aber dafür macht man die Aufgabe sehr gerne, mit Herzblut, auch mit Leidenschaft. Es ist ja auch ein gemeinsames Miteinander, und wenn man sieht, wie das Team, wie alle Menschen im Rhein-Lahn-Kreis mitziehen, dann ist man eigentlich sehr dankbar, dass man diese Aufgabe ausführen darf. Sie sagten ja gerade, es gibt keine Blaupause, und ich denke, der normale Menschenverstand sagt auch, wir waren alle noch nicht in so einer Lage, und damit auch umzugehen und sowas, denke ich, das ist einfach auch schwer, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist ganz klar. Aber gerade der Rhein-Lahn-Kreis, das sagten Sie mir auch im Vorgespräch, setzt ja schon sehr auf Impfungen, nicht? Also das heißt, Impfbusse sind ja hier quasi an der Tagesordnung. Wie sieht das aus noch bis Weihnachten? Wir haben sogar noch verstärkt. Also Ausgangspunkt war der Aufbau des Impfzentrums letztes Jahr in Lahnstein, wo wir dann relativ in der damals überschaubaren Zeit schon über 80.000 Menschen dann insgesamt impfen konnten. Jetzt haben wir das Ganze nochmal verstärkt, haben das wieder gestartet. Dort sind wir am Auftrag des Landes unterwegs und impfen jeden Tag zwischen 800 bis 1.000 Menschen. Auch an Samstag und Sonntagen und sogar an Heiligabend haben wir vor, die Impfungen durchzuführen. Oh, okay. Das zeigt auch das hohe Engagement. Das hohe Engagement. Ja, wir möchten, weil wir überzeugt sind, dass Impfen zumindest eine Chance ist, den Coronavirus zu besiegen, jede Möglichkeit dem Bürger anbieten, die Barrierefreiheit im wahrsten Sinne des Wortes herzustellen. Weihnachten steht vor der Tür, Herr Bruchtner. Wie wird Weihnachten bei Ihnen aussehen? Das wäre mal so ein bisschen persönlich und mal weg von allen Ämtern und mal weg von allen Corona-Zahlen. Wie sieht Weihnachten im Hause Bruchtner aus? Weihnachten sieht traditionell so aus, dass das am Heiligabend beginnt. Es werden am Vormittag noch die Vorbereitungen getroffen. Und nach dem Gottesdienst ist dann auch die Tradition, dass man dann was isst. Und dann danach die Bescherung macht. Das ist auch immer zeitlich so, dass je nach, manchmal sind ja auch sehr junge Menschen dabei oder auch ältere Menschen, die dann nicht mehr um 8 noch bescheren wollten. Also wir sind orientiert an diesem Nachmittagsgottesdienst, 15.30 Uhr, 16 Uhr, dann 17, 17.30 Uhr was essen, sodass in der Regel 18 Uhr beschert ist. Und das ist dann auch schön. Dann hat man anschließend noch, muss man zusammensitzen, sich um das ein oder andere zu kümmern. Also besinnlich, ruhig, so wie das Weihnachtsfest sein sollte. Genau. Silvester, abschließend die Frage, soll ja auch von Seiten der Regierung ruhiger ausfallen, Böllerverbot. Ich persönlich finde es okay, die Meinungen gehen auch da auseinander. Wie sieht Ihre Silvester aus? Froh über diese Entscheidung, dass man da nicht vielleicht wieder Hotspots bildet, wo sich Menschen treffen?
Das ist nicht einfach, sicher gerade für junge Menschen, weil Silvester, da geht man raus, das ist auch bei uns in der Regel so, man geht auf die Straße, man drückt und umarmt sich, man gratuliert sich gegenseitig zum neuen Jahr, man trinkt ein Gläschen Sekt, aber genau in diesem Umgang liegt jetzt die Gefahr der Überspringung des Coronavirus. Der eine ist vielleicht der Impfschutz schon niedriger, andere vielleicht gar nicht geimpft und von daher rate ich auch dazu, dass man sich da zurückhält, dass man zu Hause sein Gläschen Sekt schenkt, vielleicht mal, so machen wir es dann auch, wir gehen dann vor die Tür in der Straße, prosten von Nachbar zu über den Zaun, das sind dann eher 5 Meter Abstand wie 1,50 und feiert dann, sagen wir mal, in Ruhe, auch ein Stückchen demütig, dass man hoffentlich das Jahr gesund erreicht hat, blickt aber positiv nach vorne. Sie haben es gehört, Besinnlichkeit ist vielleicht zu Weihnachten und auch zu Silvester, zum Jahresende wirklich das Zauberwort. Danke.